Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute, den Dominik Ruckli bei uns jetzt dürfen zu begrüßen als mein Interviewpartner und mit ihm den Obstbau in der Gegenwart und in der Zukunft im Rahmen vom Klimawandel zu diskutieren. Herzlich willkommen, Dominik. Ja, danke schön für die Einladung. Es freut mich auch, dass ich heute etwas über den Obstbau, freiburgischen Obstbau, erzählen. Dominik, du bist mittlerweile seit 20 Jahren in der Beratung im Obstbau am Landwirtschaftlichen Institut Gangenöf tätig. Du hast also einen riesen Erfahrungsschatz. Welche Veränderungen hast du in der Zeit können beobachten im Obstbau im Kontext mit dem Klimawandel? Also durch diese Zeit bis jetzt haben wir drei Hauptprobleme können beobachten. Vermehrt Spätfröste machen Schäden im Kanton Fribourg oder in der Schweiz. Es gibt auch stärker öfters Trockenperioden im Frühling und im Sommer. Und auch aufs Auftreten von neuen Schädlingen wie Drosophila suzuki. Auf dieser Grafik, wo ihr am Bildschirm jetzt seht, haben wir das Resultat von unserem Fangzahlennetz im Kanton Fribourg in 5 Standorten. Und das ist der Durchschnitt von der Fangzahlen, jährliche Fangzahlen über die Jahre. Man sieht, der Drosophila suzuki ist im 2012 das erste Mal gefangen worden mit nur 8 Insekten über das ganze Jahr. Und das Maximum war im 2014 mit 48'000 Insekten. Und dann hat sich das eingependelt auf einem mittleren hohen Niveau zwischen 7'000 bis 16'000 Adulten pro Jahr. Und man sieht, dass halt in Zukunft müssen dann unsere Obstbauern mehr mit dem Schädling rechnen. Ein anderer neuer Schädling ist die marmorierte Baumwanze, Haliomorpha halis. Die ist vor 3 bis 4 Jahren im Kanton Fribourg erschienen und wird wahrscheinlich ein grosser Schäden in der Zukunft in der Obstkultur und im Gemüsebau verursachen. Auf dieser Grafik sieht man den monatlichen Verlauf in den letzten 3 Jahren und man sieht allmähliche Zunahme im letzten Jahr 2020, im August, haben sich die Fangzahlen vierfach verhöht im Vergleich zum 2019. Also du skizzierst eigentlich sehr schön, wie ein vermehrtes Auftreten von Schadenregern im Obstbau. Und zudem immer auch eben die klimatischen Bedingungen, die problematisch sind, also mit Spätfrost und Trockenperioden. Welches sind aus deiner Sicht die grössten Risiken in den kommenden Jahrzehnten für die Obstproduktion in der Schweiz? Also die traditionelle Hauptkultur in der Schweiz ist die Apfelproduktion. Und die wird wahrscheinlich vielleicht stärker betroffen sein. Der Austrieb im Frühling sollte allmählich immer früher werden. Und deshalb wird auch Blütezeit und Jungfruchtenstadium durch Spätfrost beschädigt. Und dieses wird auch zu grösseren Verlusten führen. Ein Element, das unsicherbar ist, werden zum Teil oder einen ganzen Unterbruch vom Gulfstream sein. Und das ist aber bis jetzt unsicher und theoretisches Thema. Aber neue wissenschaftliche Studien reden von wahrscheinlich einem Teilunterbruch oder einem totalen Unterbruch während der nächsten 100 Jahre stattfinden wird. Auf der Grafik, die ihr am Bildschirm habt, haben wir ganz schön die Aufnahme vom Blütenstadium von der Apfelsorte Boskop. Und
das Stadium 65 ist volle Blütezeit. Das haben wir auf der Y-Achse. Und dort habe ich einen roten Pfeil gemacht. Ihr seht da für die Aufnahme von 2001 ist die volle Blüte am 10. Mai aufgenommen worden im 2001. Und letztes Jahr im 2020, also 20 Jahre später, ist die Vollblüte von der Apfelsorte Boskop um den 13. April stattgefunden, also quasi einen Monat früher. Und das führt zu Schäden, zur Blütenbeschädigung. Ob dann die ganze Blüte beschädigt wird oder nicht, das ist dann eine Frage von der Temperatur. Vielleicht kann ich euch ein paar Äpfel zeigen. Wenn der Schaden so knapp um die Grenzen ist, Temperaturgrenzen ist, damit es nicht einen totalen Ausfall gibt von Äpfel, dann sieht man in der Ernte, das ist zum Beispiel auf Äpfelsorte Topaz, so Frostzunge oder Frostringe. Und das sind so oberflächliche Schäden auf der Fruchthaut, wo zwar nur visuell sind, qualitativ für Inhaltsstoff und für die Äpfel keine Einbußen führt, aber visuell werden solche Äpfel aussortiert und als Mostobst verkauft. Und das ist natürlich ein grosser wirtschaftlicher Verlust. Und da anhand dieser Äpfel, die ich verschnitten habe, wo vollkommen deformiert worden ist durch eine fehlende Befruchtung. Und wenn man den Äpfel verschneidet, dann sieht man schön die Deformation und Kernhäuser, die 5 Kernhäuser, nur 3 Kernhäuser sind gefüllt worden und es fehlen 2 Kerne. Dadurch ist die Frucht eigentlich deformiert worden. Und das sind auch Früchte, die man nicht mehr als Tafelobst kommerzialisieren kann. Dadurch gibt es auch einen grösseren wirtschaftlichen Verlust für den Obstbauer. Vielen Dank für die interessanten Erläuterungen, Dominik, und nach konkreten Beispielen und Äpfel, wie man das sieht. Wie du es ansprichst, das ist lediglich ein äußeres Makro. Physiologischer Schaden am Äpfel, die sind problemlos genießbar. Kennt man schon konkret, du redest von der Kommerzialisierung, die problematisch wird, kennt man die konkreten Zahlen, welches Ausmaß das annimmt, also wirtschaftliche Einbußen für einen Landwirt? Ja, das sind halt schwierige Daten, da muss man viele wirtschaftliche Daten analysieren von der Obstbaubetrieb. Agroscope hat so eine Recherche durchgeführt letztes Jahr und eine Publikation veröffentlicht über den Effekt von extremen meteorologischen Konditionen auf die Qualität, auf die Menge der Apfelernte. Und das Resultat hat gezeigt, dass wenn pro Stunde Frostnacht oder pro Stunde Frost gibt es einen Verlust von 2,05% auf dem Einkommen vom Obstbauer. Und das ist vor allem bedingt durch die Verluste von der Qualität, wie ich es vorher gezeigt habe. Vielleicht von der Menge her wird die Erntemenge nicht reduziert, aber die Qualität wird dazu führen, dass es Einkommen Einbußen gegeben wird bei der Obstbauer. Und diese Früchte werden halt als Mostobst verwertet mit einem ganz anderen Preis. Ja, okay. Besten Dank. Also es gibt schon konkrete Zahlen dazu. Also man hat Auswertungen gemacht zu den Spätfrösten. Wie sieht es aus mit der längeren Trockenperiode, wo man doch damit muss rechnen, dass sie wahrscheinlich im Sommer oder sogar schon im Frühling vermehrt werden auftreten? Also die längere Trocknungsperiode wird auch ein Problem
sind in der Obstproduktion. Hitzetage können Stress verursachen auf die Früchte und sogenannte Sonnenbrand. Das wird auch die Qualität von der Ernte, von der Böpfel beeinträchtigen. Die Erhöhung von der durchschnittlichen Temperatur und die Vegetationsperiode kann auch eine Generalisierung von zweite Generation von der Apfelwickelgeneration führen. Und das haben wir schon in den letzten 20 Jahren im Kanton Fribourg können feststellen. Vor 20 Jahren haben wir immer eine Generation Apfelwickler beobachtet und so Mitte August ist der Druck vom Apfelwickler verschwunden. Und ich würde sagen, in den letzten 5 bis 10 Jahren rechnen die Obstbauern mehr und mehr mit dem Apfelwickler-Druck noch im September. Und das zeigt schön, dass eine zweite Generation vom Apfelwickler eigentlich schon eine Tatsache ist. Und vielleicht man hat schon in der späteren Zukunft sogar noch eine dritte Generation von Apfelwickler. Deshalb müssen auch die Obstbauern im September Applikationen von Granuloseviren, also das ist der natürliche Mittel gegen Apfelwickler, hat sich generalisiert und so können sie auch die zweite Generation bekämpfen. Aber das, wie schon gesagt, vor 20 Jahren ist das nie der Fall gewesen. Mhm. Also du zeigst sehr schön auf, wie verschiedene Punkte, wo der Obstbau erschweren mit diesen veränderten Bedingungen, also die Trockenperiode, die Spätfröste, das vermehrte Auftreten von Schadenregen. Was würdest du einem Obstbauer anraten, zu machen, konkret in heute, um diesen Herausforderungen in Zukunft können zu begegnen? Jawohl, ich denke, der grösste Parameter, den man am besten eingreifen kann, ist über die Sortenwahl. Und zwar sollten wir Sorten auswählen, die später blüht im Frühling. Durch den späteren Austrieb kann man auch die Schäden von diesen Spätfrösten so vermeiden. Und die Vegetationsperiode ist auch ein Problem. Dort kann auch der Druck von den Schädlingen Einfluss haben. Aber es bleiben noch gewisse Fragen offen betreffend Krankheitsresistenz. Man hat in den letzten Jahren auf schorfresistente Sorten gezüchtet, was sehr positiv ist und sehr gute Resultate gegeben hat. Aber durch den Klimawandel, durch den trockeneren Frühling, ist jetzt auch der Mehltau ein Problem geworden. Darum gibt es viele schorfresistente Sorten, aber wenig sind Mehltau resistent. Okay, merci. Also in dem Fall Sortenwahl ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, wie du das aufziehst. Aber du siehst schon, es braucht noch einen gewissen Züchtungsbedarf, zum Beispiel gegen Mehltau-Resistenz, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Ja. Gut. Wenn wir vielleicht einmal ein bisschen von den Äpfeln wegkommen, jetzt haben wir schon relativ viel über die Kultur geredet und uns fragen, wie es bei anderen Obstkulturen aussieht, was hat der Klimawandel bei anderen Obstkulturen für einen Einfluss? Was sind da deine Einschätzungen? Also andere Obstkulturen, also wie wir schon geschildert haben am Anfang, also zum Beispiel die Kirschkultur ist stark auch wieder befragt wegen dem neuen Druck von dem neuen Schädling Drosophila suzuki, oder? Aber es offeriert auch, der Klimawandel kann auch neue Opportunitäten offerieren. Wie das schön neue Studium von Agroskop gezeigt hat, das Potenzial von Mandelkultur könnte eigentlich Kirschhochstämme in der Schweiz ersetzen. Und das Potenzial von Mandelkulturen
hat eine gute Zukunft unter Bedingungen, dass man richtige Sorten auswählt. Und zwar Sorten, die auch hier spät blüht im Frühling. Dieses Klimawandel mit den höheren Temperaturen und die trockene Periode während dem Sommer gibt auch ein gutes Potenzial für diese Kultur, die sehr widerstandsfähig ist im trockenen Sommer. Und hier auf dieser Karte möchte ich zeigen, dass eigentlich durch traditionell das Studium hat schön können zeigen, dass Mandelkulturen eigentlich eine Tradition ist in der Ostschweiz, rum Zürich, rum Schaffhausen und nicht, was man im ersten Blick könnte denken, eher im Wallis oder in der wärmeren Klimaregion von der Schweiz. Das ist auch merkwürdig, aber das zeigt auch, dass die Mandelkulturen ein schönes Potenzial haben können in der Zukunft. Also das ist sehr schön. Die Kultur, also Mandeln, hat bei uns in der Westschweiz noch ein sehr wesentliches Potenzial, das man ausnutzen kann, auch um eben diesen veränderten Bedingungen entgegenzuwirken. Was siehst du für andere Alternativen neben den Mandeln in der Schweiz heute, wo man könnte, also alternative Kulturarten, die man könnte anbauen könnte? Also es gibt auch eine andere Frucht, die sehr interessant ist und auch ein gutes Potenzial hat. Das ist der sogenannte Kaki-Baum. Und diese Bäume, die Pflanzen sind eigentlich gut angepasst an unsere klimatischen Gebiete. Der Baum verträgt sehr gut Frost, Winter bis zu minus 15 Grad, problemlos. Ein Problem, das beim Kaki-Kultur könnte sein, das ist die lange Vegetationsperiode. Und im Herbst bleiben die Früchte sehr lang noch auf dem Baum, auch wenn Blätter gefallen sind. Und wenn es frühe Fröste gibt im Herbst, minus 3 bis minus 5, könnte es die Ernte beschädigen. Also dort wieder ist die Sortenwahl ein sehr wichtiger Parameter. Dazu muss man auch noch aufpassen auf Charakteristik von jeder Sorte. Es gibt Sorten, die süß sind und Sorten, die sehr viel Gerbstoff haben. Für die Aprikosenbäume gibt es auch vielleicht eine Opportunität in der Zukunft in andere Regionen als im Wallis durch Klimawandel. Aprikosenbäume sind sehr empfindlich auf Monilia im Sommer, bedingt durch die feuchte Temperatur. Und wenn es trockener würde werden in der Zukunft, könnte man denken, dass die Aprikosenkultur auch in anderen Gebieten als im Wallis angebaut kommen könnte. Wenn Sie so ausdrücken. Voilà. Sehr interessant. Merci, Dominik. Du siehst es zum Beispiel bei der Kachi gibt es Unterschiede im Geschmack. Also Sorten, die eher süß sind und andere, die mehr Gerbstoff haben. Ich nehme an, der Konsument reagiert da eher besser auf die Süße grundsätzlich, oder? Das ist ganz sicher. Genau. Aber gegen diese Gerbstoffe, die könnten wir nachher die Früchte auch kochen oder verarbeiten und so hat es dort auch ein Potenzial für solche Früchte. Mhm. Du redest von Kulturenwahl, von Sortenwahl aus Lösungsansätzen, um diesen veränderten klimatischen Bedingungen zu entgegnen. Gibt es aus deiner Sicht auch Möglichkeiten in den Systemen, also zum Beispiel die Agroforstwirtschaft, aus Systemen, um diesen veränderten klimatischen Bedingungen zu begegnen? Jawohl, also klar, das ist sicher ein sehr interessantes, spannendes Thema für die Zukunft. Dort sind halt Obstarten oder Baumarten eine grössere Frage und vielleicht für das Obst
gibt es dort wahrscheinlich einen kleineren Vorteil. Gleich für, vor allem für, das wird vor allem interessant sein für Hochstämme. Dort werden wir im ersten Teil resistente Sorten und gegen Schorf auswählen und robuste Sorten gegen Feuerbrand. Man muss auch nicht vergessen, der Feuerbrand ist auch eine Krankheit, die unsere Obstbäume, vor allem den Kernobstbaum, bedroht. Weil die Bäume gar nicht behandelt werden, installiert sich dort ein gewisses Gleichgewicht über mehrere Jahre und so werden die Schädlinge auf einem tiefes Niveau bleiben, dank Gleichgewicht zwischen Schädlingen und Nützlingen. Wenn man von Agroforstsystemen redet, dort findet man vor allem Vorteile über den Boden und für die Unterkultur sehr grossen Einfluss. Man weiss, dass die Präsenz von Bäumen in Ackerbauparzellen, vor allem im Gemüsebau oder auch in Weiden, eine grosse Anzahl von Vorteilen offerieren kann. Das tut zum Beispiel die Extremtemperatur milden, auch warm wie kalt, oder? Das gibt so ein Gleichgewicht dank der Anwesenheit von Bäumen im Umfeld, oder? Wenn man will reden für was der Wasserhaushalt ist im Boden, tun die Bäume durch ihre Tiefbewurzelung die Einfiltrierbarkeit von Wasser im Boden stark verbessern. Die tiefen Wurzeln können auch das Wasser, das im Unterboden geflossen ist, wieder auf die Oberfläche bringen. Zum Beispiel auch, wenn noch Grundwasser tiefer ist. Schlussendlich durch die Bewurzelung, permanente Bewurzelung vom Boden, vermindert sich stark das Erosionsrisiko. Gleichzeitig wird auch die organische Substanz im Boden verbessert, zwar oder sogar noch erhöht in den Agrosystems, Agroforstsystem. Und dadurch hat man am Schluss ein ganz resilientes System in extreme klimatische Bedingungen, unter extrem klimatischen Bedingungen. Herzlichen Dank, Dominik, für die Ausführungen. Wie ich sehe, also, es gibt einerseits Möglichkeiten, Alternativen im Obstbau, um im Klimawandel zu begegnen. Der Obstbau kann aber eine Lösung sein für zum Beispiel im Ackerbau und im Futterbau, dort diesen System ein bisschen zu helfen, resilienter zu werden, wie du das jetzt gerade schön beschrieben hast. Wenn du unseren Zuhörern, also den Landwirten, könntest für die Zukunft etwas einen Ratschlag mitgeben, was wäre deine Kernaussage? Ja, wenn man alle diese Probleme auf die Seite tut, dann sieht man, dass eigentlich klimatische Veränderungen auch Opportunitäten an der Obstbau und vor allem die visionäre Obstbau und die unternehmerische Obstbau ein bisschen denen Opportunitäten kann geben, gewisse Risiken zu unternehmen in neue Kulturen. Schlussendlich, jede neue Kultur muss auch einen Markt finden beim Konsument. Es muss eine Nachfrage vorhanden sein mit interessanten Preisen für Produzenten. Und die traditionellen Früchte, Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen, werden immer bleiben. Aber zusätzlich gibt es, nach meiner Ansicht, gute Nischen
für eben die erwähnten Kulturen, sei es Mandeln, Kaki und unter anderem dank dem Klimawandel. Herzlichen Dank, Dominik, für die abschließenden Worte, zusammenfassenden Worte und merci vielmals für das gemeinsame Interview. Merci, Joel, das war ein sehr gutes Interview. Danke dir. Vielen Dank. Danke, merci. Ja.